an der Grenze zwischen Freiheit und Unfreiheit. Dort befand sich bis 1989 Point Alpha. Heute ist die Gedenkstätte ein Zeitzeugnis der DDR-Geschichte. Der Beobachtungsstützpunkt war in der DDR-Zeit einer der wichtigsten der US-Streitkräfte in Europa. Point Alpha präsentiert den Aufbau der Grenzanlagen, militärische Abläufe und das Leben an der Grenze aus Sicht der Bevölkerung. Brigitte Heller aus Geisa hat in der Sperrzone gelebt. Man findet sich damit ab. Man hat ja keine Wahl. Und dann kamen noch Selbstschussanlagen, dann hieß es gibt jetzt ein Minenfeld. Es wurde ja immer brutaler und immer schlimmer. Und wir hatten uns einfach damit abzufinden. Und wer opportuniert war, der kam raus aus dem Sperrgebiet. Der war nicht tragbar fürs Sperrgebiet. Und es gab einige, die das Sperrgebiet verlassen mussten über Nacht. Das waren immer so Nacht- und Nebelaktionen, die gemacht wurden. Aber war das nicht sogar dann für manche Leute angenehmer, außerhalb des Sperrgebiets zu leben? Nein. Die aus dem Sperrgebiet ausgewiesen wurden, die kamen aus der Heimat raus. Die haben Haus und Hof verloren, ihr Eigentum, was von Generationen belebt wurde. Die wurden entwurzelt. Die kamen dahin, wo fremd war, wo kein großes religiöses Umfeld war, wie wir es hatten, keine Kirchengemeinde, zu der wir ja auch gehörten, ne? Die haben ihren ersten Kontakt mit Sicherheit bei der Kirche gefunden. Nicht bei den Nachbarn, denn die wurden informiert, dass das Verbrecher sind und dass sie keinen Kontakt aufbauen sollten zu den Leuten. Und wenn die gefragt haben, warum, was haben wir falsch gemacht, was ist gewesen, da hieß es, wir sind ihnen keine Rechenschaft schuldig. Die wussten bis zur Wende manche nicht, wer hat uns angezinkt, wer hat was über uns erzählt, was ist passiert, dass wir das Sperrgebiet verlassen mussten. Die wussten es nicht. Da hat keiner etwas danach gefragt, nach den Gefühlen dieser Menschen. Als die Zeit kam, wo man sich einen Fernseher leisten konnte, war die Antenne unterm Dach natürlich nach Westen ausgerichtet. Wir waren bestens informiert. Wir gehörten nicht ins Tal der Ahnungslosen. Und wir hatten sehr viele Verwandte im Westen. Und von denen wurden wir auch prima versorgt. Mit Weihnachtsbäckerei, abgelegter Kleidung und diesen Dingen. Die haben uns nicht vergessen. Das Grenzmuseum beim Point Alpha zeigt heute unter anderem die Mechanismen des Unterdrückungsapparates. Es gibt zum Beispiel multimediale Ausstellungen, Grenzrekonstruktionen und Führungen auf dem Gelände. Brigitte Heller hält die Gedenkstätte für die nachfolgenden Generationen für unerlässlich. Und es ist einfach wichtig, dass sie wissen, wo sie hier leben und wie es hier war. Und wie ihre Eltern bzw. Großeltern, ich kann noch nicht mal jetzt von den Eltern reden, ich muss schon sagen, die Großeltern, wie die leben mussten, wir hatten keine andere Wahl, uns blieb nichts anderes übrig. Wie wir uns abfinden mussten, hier eingesperrt zu leben und trotzdem noch ein Leben zu haben, sage ich jetzt mal. Brigitte Heller besichtigt gemeinsam mit ihrer Enkelin die Gedenkstätte und erzählt ihr von damaligen Zeiten. Auf dem Weg fuhren die Fahrzeuge von der Armee. Siehst du das? Das ganz hinter. Und auch in die Richtung geht der Kolonnenweg. Dort, wo die Leute laufen, die laufen auch auf dem Kolonnenweg. Und er geht durch ganz Deutschland die ganze Grenze entlang. Und die Armeefahrzeuge sind auf diesem Weg gefahren, um nicht im Schlamm stecken zu bleiben, und sind so immer die Grenze abgefahren und haben kontrolliert, dass ja niemand über die Grenze geht. Niemand durfte über die Grenze gehen. Und dass ja nichts passiert und dass die Grenze unantastbar musste die sein. Niemand durfte sie betreten. Und wenn wirklich jemand über die Grenze wollte und fliehen wollte, die wurden sogar erschossen. Du siehst doch hier den Maschendrahtzaun, ne? Und davor siehst du hier diese großen Betonplatten. Weißt du, warum die Betonplatten hier da waren? Das war eine Sperre. Die hieß Panzersperre.
Und zwar damit kein Auto flüchten kann über die Grenze, weil nämlich Flüchtlinge auch mit Autos über die Grenze gefahren sind. Und da hat man diese Panzersperre errichtet, die ging an der ganzen Grenze entlang. Das Stückchen hier ist noch erhalten. Und vor der Panzersperre hier, da waren diese Hunde. Was ist denn das für ein Hund? Ein Schäferhund, richtig. Und die Hunde waren abgerichtet, die konnten hier frei in dem Gebiet umherlaufen an Leinen. Und die waren auch nicht immer satt, die waren extra abgerichtet, um Menschen anzufallen, wenn irgendwelche doch über die Grenze wollten und hatten es bis hierher geschafft und haben gedacht, jetzt brauchen wir nur noch hier über diese Panzersperre und dann über den Zaun. Da waren dann diese Hunde hier und sind diese Menschen angefallen und haben sie gebissen, auch tot gebissen und haben ein Spektakel und einen Krach gemacht. Und hier, schau her, auf diesem Turm, der war ja dann immer besetzt, da waren ja Soldaten, ne? Und die sind dann sofort, haben Alarm sofort gedrückt, waren dann sofort da und haben diese Flüchtlinge festgenommen. Und dort, den Turm, den du dort siehst, das ist der Turm von den amerikanischen Soldaten, weil hier war ja die Grenze, die durchs Land ging, ne? Und dort haben welche Wache gehalten und kontrolliert, was passiert hier an der Grenze. Und das war ein Turm von der DDR-Seite aus. Und bei Wiesenfeld ist auch so ein, hast du schon gesehen, ne? Und da waren die Soldaten, die von der DDR hier überall kontrolliert haben und die Grenze abgefahren sind und abgelaufen sind mit ihren Gewehren und auch die Hunde gefüttert haben und kontrolliert haben und immer danach geguckt haben, ob irgendwelche sich hier aufgehalten haben, die vielleicht über die Grenze wollten und flüchten wollten, weil sie nämlich nicht in der DDR bleiben wollten. Brigitte Heller hat als Lehrerin in der Sperrzone gearbeitet. Ich war Grundschullehrerin. Gab es Grundschulklassen, die in ihrer Grundschulzeit den fünften oder sechsten Lehrer hatten. Ah ja, also da war ein großer Wechsel? Ja, ständig. Ständig war Lehrerwechsel oder die Klassen waren ohne Lehrer. So attraktiv war das Sperrgebiet nicht. Es ging prima, es ging gut. Die Schüler haben mich sehr respektiert, auch die Eltern waren dankbar, dass ich da war. Bei mir waren sie sicher, die Kinder werden nicht ausgehorcht, politisch. Ich schreibe keine politischen Berichte über die Schüler, das wussten sie. Mit mir konnten sie frei reden, auch Dinge, die sonst man eben nicht erwähnt hat. Ich wusste, was ich weitergeben kann und was nicht. Also es war eine Vertrauensperson. Es war, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, bei mir hatten sie so eine kleine politische Sicherheit. Auch wenn ihnen mal was über die Hutschnur ging und der Kragen geplatzt ist, konnten sie das bei mir äußern, ohne dass ich gleich das weitergegeben hätte. Das habe ich für mich behalten. Die Mahn- und Gedenkstätte Point Alpha. Zeitzeugnis und Lernort der Geschichte. Sie präsentiert die Konfrontation der beiden Machtblöcke im Kalten Krieg und die Zeit der innerdeutschen Teilung.